So, moin Leute. Moin. Wunderbar. Unter mein letztes Video oder sowas, glaube ich, hat mir irgendein Abonnent runtergeschrieben: Nico, kannst du mal Werkzeuge, Maschinen, die man auf jeden Fall, so Starter-Kit, was brauchst du auf jeden Fall in der Werkstatt? Must-haves. Must-haves, genau. Fand ich eine mega geile Idee. Haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht und haben dann so, uns waren es arg uneins, finde ich, wer was wie wo braucht. Ich bin so eher der DIY-Heimwerker kreativ. Du bist halt eher so die Profischiene. Von dem haben wir gesagt, wir machen zwei verschiedene Top 5. Und zwar einmal Werkzeuge, dann Maschinen und vielleicht irgendwann mal so Verbrauchsmaterial. Das kam uns jetzt gerade so im Überlegen, fand ich auch mega geil. Das als drittes Video noch vielleicht, ne? Jetzt fangen wir an mit Werkzeug. Top 5. Handwerkzeug. Handwerkzeug, genau. Ja. Keine Maschinen, kein Strom. Top 5. Nico, bleib dran. Okay, bist du gespannt? Ich bin gespannt. Ich habe nämlich hier heute Morgen noch eine schnelle Liste geschrieben und hart sinniert die ganze Nacht drüber nachgedacht, was ist so das Wichtigste. Und ich freue mich richtig aufs Video, weil ich bin einfach so gespannt, was bringt Nico als Sozialarbeiter und was bringe ich als erfahrener Handwerker mit 30 Jahren Berufserfahrung. Also ich finde es auf jeden Fall mal der Hammer. Genau, so das erste Werkzeug, finde ich, was jeder bei sich im Haushalt halt irgendwie haben sollte, ist ein Hammer. Letztendlich um Nägel irgendwo reinzuschlagen, um Dübel irgendwo reinzuschlagen. Man kann alternativ auch auf eine Glasflasche Glas, so eine Glasflasche oder sowas umsteigen. Geht natürlich auch. Genau. Also was auch viele machen gerne, ist mit dem Akkuschrauber irgendwie so ein Dübel reinhauen. Ah, das tut immer weh, ne? Deswegen nimm Hammer. Ja. Nimm einen Hammer. Das freut den Akku. Gibt verschiedene Größen da auch. Du kannst auch so einen riesen Vorschlaghammer machen. Aber ich sag mal so, wenn du noch nicht viel Werkzeug hast, fang mit kleinem Werkzeug an. Das habe ich mir echt überlegt. Also auch nachher so Schleifmaschinen oder sonst irgendwas. Immer mit kleinen anfangen, weil mit kleinen kannst du auch meistens groß machen, aber mit groß kannst du meistens nicht irgendwas Kleines halt arbeiten. Also von dem her, kleinen Hammer. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo hier von meinem Sohnemann. Schaut mal. Kann auch so klein anfangen. Ja, ich finde die Variante echt geil. Ganz geil, weil du kannst halt den Nagel auch rausziehen wieder. Ne? Also klar, es gibt auch die Latthämmer, aber durch den Uproller hier. Jetzt rippst du mir mein nächstes Werkzeug. Ich mache auch hier Close-Up. Kannst du ein paar Close-Ups schießen noch? Jetzt läuft es wieder. Okay. So, jetzt erzähl doch mal von deiner Zange. Also, Platz Nummer 1 war der Hammer. Mit Nagel rausziehen, Fang Chen. So, Platz Nummer 2 ist die Zange. Ich finde bei Zangen tatsächlich auch schwierig, was für eine Zange nimmst du. Es gibt auch so unfassbar viele Zangen. Diese Rohrzangen, wunderhübsche Kneifzangen. Die finde ich tatsächlich halt einmalig, um Nägel rauszuziehen. Aber ja, ich entscheide mich, genau, ich entscheide mich für den Hammer. Also brauche ich die Zange nicht, sondern kann auf eine Kombi-Zange zurückgreifen. Die finde ich eigentlich ganz nice, weil du kannst so ein bisschen, auch wenn du irgendwelche so Schrauben oder sowas hast, die du nicht rauskriegst, kannst du damit verwenden. Du kannst hier mit knipsen. Ja. Nägel gehen einigermaßen. Es geht halt dann tatsächlich mit dem Hammer, finde ich, am allergeilsten, solche Nägel rauszuholen. Aber eine Zange als Platz 2, was in jedem Heimwerker, Hobby, DIY, Haushalt rumliegen sollte. Die Zange. Dankeschön. So, was habe ich? Nummer 3 ist die Säge. So, Säge ist halt auch schwierig. Gibt halt zigtausend Sägen, gibt halt so, zeig's dir mal. Man sieht aber auch, die ist schon so verrostet, das heißt, die ist so alt und ich verwende sie halt so wenig, weil ich mittlerweile fast nur mit Maschinen arbeite. Aber bei Sägen, ja, es gibt Fuchsschwanz, es gibt kleine Metallsägen, es gibt Holzsägen, es gibt diese japanischen Sägen und so weiter, ey. Auch da gibt's halt wirklich unfassbar viel. Ich finde die wirklich cool als erste Säge, weil du kannst relativ gut mit der durch Holz arbeiten, du kriegst relativ schnell einen und geraden halt Schnitt hin. Stabil, ne? Durch genau, das eben. Metall oben, weil mit dem Japaner muss schon ein bisschen Fähigkeiten haben. Bisschen geübt sein. Ja. Also, Nummer 3 war die Säge. Nummer 4 ist Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubschlüssel. Auch da gibt es halt wieder zigtausend Milliarden Versionen. Elektroschraubenzieher ist unbezahlbar, aber es hat so ein Spezialwerkzeug, deswegen lasse ich den halt mal irgendwie weg. Was ich ganz cool finde, ist, also dieses ganze Bit-System finde ich halt eigentlich ganz cool. Das heißt, du hast einen Grund und kannst da verschiedene Bits drauf machen. Da sparst du dir, also wenn du sagst, du kannst halt nur einen Schraubenzieher haben, kannst du halt dir 20.000 verschiedene Bits zukaufen. Die nutzen sich sowieso immer, finde ich, irgendwann ab. Auf jeden Fall. Du kannst natürlich auch solche Schraubenzieher nehmen. Ich finde schon, also da finde ich die Qualitätsdinger schon echt ganz nice eigentlich so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich nicht zu verachten finde, sind, ich habe jetzt mal hier hingelegt, diese Koffer, wo du eigentlich alles drin hast, auch diese Schraubschlüssel und so weiter. Das einzige Drama bei dem ist immer,
sieht so drin aus. Erstens Unordnung und zweitens, irgendwie ist halt alles ziemlich schnell weg. Aber hier hast du halt Schraubschlüssel, hier hast du das ganze Ratchet-Zeug drin. Ich finde es schon eigentlich, ja, ganz cool tatsächlich, aber halt irgendein Schraubenzieher mit irgendeinem Spax auf, mit irgendeinem Kreuz und so weiter, muss ja halt in jeder Werkzeugkiste mit dabei sein. Und auch bei den breiten Schlitz finde ich gut, wenn man extra einen Schraubenzieher hat, weil die sind einfach ein auf bisschen massiver vom Durchmesser. Ja, also ich meine jetzt noch ein bisschen größer, wo du dann wirklich so mal zum Hebeln auch hebeln auch. Kannst, ohne dass er dir gleich abbiegt. Ne? Ja, das ist ja auch wie mit der Zange. Also weißt du, ein Nagel, der im Holz so weit drin ist, dass du mit der Zange nicht reingreifen kannst, musst du halt erstmal mit so einem Ding vielleicht auch so ein bisschen frei schaffen. Also von dem her, Schraubenzieher, Platz Nummer 4, nicht zu verachten. So. So, und ganz ehrlich, also noch was zur Qualität von dem ganzen Zeug. Also ich muss gestehen, der Koffer ist jetzt Workzone zum Beispiel. Ich habe mein ganzes Anfangsausrüstung, habe ich alles im Grunde genommen bei Aldi, Lidl oder sonst irgendwas gekauft. Also ich muss sagen, also diese ganzen großen Discounter, ich finde mittlerweile können die sich kaum noch erlauben, einen richtigen Schrott rauszubringen. Deswegen finde ich jetzt die Qualität gar nicht so schlecht. Ja, bei Bits und Bohrern hatte ich jetzt als mal schlechte Erfahrungen gehabt, dass es echt Murks war, aber... Ach, bei mir sind hier, das sind jetzt hier Lidl, Parkside Bits. Das sind mit die geilsten Bits, die ich jemals hatte, so ungefähr. Die sind richtig geil. Muss ich nochmal gucken. Ja, die fand ich richtig gut. Aber ansonsten, klar, Bits jetzt mit dem Akkuschrauber oder sowas, das nutzt sich dann schon halt irgendwie ab. Und so ein Scheiß, wo du dann immer durchdrehst, also hatte ich auch schon. Das war aber, ich weiß nicht mehr, was so eine Marke das war. Das war grauenvoll. Ja. Aber ansonsten, finde ich, muss man jetzt nicht immer auf, also zumindest beim Einstieg nicht auf High-End zurückgreifen. So, das war Place Number 4. Der letzte Platz ist mir extrem schwer gefallen. Ich meine, 5 Werkzeuge, sich auf 5 Werkzeuge zu entscheiden. Also ich stelle jetzt mal ganz kurz vor, was ich dabei habe. Ich habe einmal die Schraubzwinge. So, weiß aber noch nicht, ob die in der Auswahl kommt. Ich habe die Wasserwaage. Gute Augbrauch, kein Wasserwagen. Ja, genau. Oder die Wasserwagen-App auf dem Handy. Ich habe einen Winkel. Und ich habe halt, irgendwie gehört da noch ein Zollstock mit dazu. Oder ein Maßband oder sowas. Ja, aber das ist ja... Man weiß es nicht genau. Für was hast du jetzt entschieden? Ich entscheide mich hier für den Winkel tatsächlich. Für den Winkel? Für den Winkel, weil da hast du nämlich einmal das erste Maß mit drauf. Ich finde halt für rechtwinkliges Zeug, abschneiden, absägen oder sonst irgendwas, kommt auch später bei den Maschinen nochmal zum Einsatz mit Stichsägen und so weiter. Aber das wollen wir jetzt noch nicht verraten. genau, deswegen finde ich einen Winkel mit Maßeinheit nebendran schon sehr geil. Alternativ gibt es ja auch immer hier die Wasserwaage mit Maßeinheit. Also entscheidet euch selber. Ich kann's nicht. Nico. Ja. Heftig. Ne? Gell? Hat meine wirklich nicht. Also gerade wenn du halt, also weißt, hat auch was brauchst du das Ganze? Baue ich irgendein Möbelstück? Bin ich eher hier? Will ich Bilder oder sonst irgendwas schön aufhängen auch? Bin ich halt eher bei der Wasserwaage. Klar, kann ich auch mit einem Zollstock abmessen an die Decke. Also das ist halt immer so ein bisschen bei euch auch die Frage, müsst ihr euch überlegen, für was braucht ihr euer Werkzeug letztendlich und dann entscheidet ihr euch für eins von den letzten 4 vorgestellten auf Platz 5. So viel? Clever. Clever, gell? Ja. Boah, den Kopf mal wieder aus der Schlinge gezogen. Das konnte ich schon immer. Also gut, so viel war von meiner Seite zum Werkzeug. Mich interessiert mal mega, was so von euch so die Top 5 wäre an Werkzeug, wenn ihr euch auf 5 reduzieren müsstet, was würdet ihr mit in euren Werkzeugkoffer packen? Ich verlinke wie immer das Zeug unten. Den Hinweis, dass man, finde ich, immer mal die Aldi, Lidl und so weiter Angebote checken kann, gibt es von meiner Seite. Ich weiß, der Profibereich hat da manchmal so seine Probleme mit. Ich weiß nicht, ob du, aber unter anderem in manchen Videos von mir steht immer hier Top Werkzeug verwenden. Aber ich habe mittlerweile mich auch mal beschäftigt mit dem Parkside-Zeug und Workzone. Und also mittlerweile, vor allem auch gerade im Akkubereich, jetzt haben die so krass aufgeschlagen, was sie alles an Zeug haben. Weil früher war es halt so, ich kaufe einen Aldi-Akkuschrauber und dieser Akku passt halt nur in diesen Akkuschrauber und sonst nirgends. Aber jetzt ist so eine Wide Range. Das kann ich bei Maschinen nochmal erwähnen. Ah, das spoilert immer das nächste Video. Also, wir hören es hier auf. Guckt bei Kilian auf dem Kanal vorbei und dann seht ihr seine Werkzeuge. Peace. Ciao.